Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem realsten YouTube-Tester hier auf dem Kanal. Ja, nämlich ich. Hi. Heute geht's weiter, wieder mit einer Richtung Influencer-Produkt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es gegründet hat oder mit investiert ist nur, mit, von Ellie Geller oder Ellie, ich weiß gar nicht, wie der genau auf Twitch heißt, auf jeden Fall so der Montana Black ein bisschen vom Thron gestoßen hat oder jetzt mit ihm auf dem Thron steht, schauen wir uns heute VitaVate an. Und zwar heute VitaVate mit dem Zitronengeschmack, beziehungsweise was heißt heute? Das ist ja jetzt schon das zweite Video, heute wieder auf dem Kanal. Seit 3 Tagen bringen wir 2 Videos zum. Ich gucke, wie ich es zeitlich am besten durchbringen kann, aber jetzt ziehen wir es erstmal so durch. So, VitaVate, alles schon mal sehr zitronig gehalten. Die Kapsel ist gelb, das Getränk ist gelb und hier haben wir sehr viel gelben Touch. Passt schon mal optisch zur Zitrone, keine Frage. VitaVate hier groß drauf gedruckt ist cool. Low Calorie Vitamin Water, also mit niedrigen Kalorien versehenes Vitaminwasser. So, jetzt ein bisschen komisch übersetzt, aber ja. Zitrone-Fruchtgehalt 1%. Jetzt nicht viel, aber jetzt auch nicht gar nichts. Doch, so kann man es am besten, finde ich, sagen. Kommt drauf an, was es sein will. Und es soll ja ein Vitaminwasser sein mit wenigen Kalorien. Dafür voll okay. Vitamin B6, B12, Biotin und Pantothensäure sind auch beides Vitamine. Ich habe gerade nur nicht im Kopf genau welche. Zitrone, 0,5 Liter haben wir drin. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich gerade täusche, ich glaube, das kostet 1,50 oder so. 0,5 Liter für 1,50, wo halt Wasser drin ist, ist schwierig. Ist schwierig. Das Gute ist, wir haben okayes Marketing, es passt farblich, also die haben es schon gut umgesetzt. Aber ja, mal gucken jetzt, was genau alles drin ist. Dann hätte ich gesagt, hergestellt für die Unibev GmbH in der Rote Bühlstraße 66 in 70178 Stuttgart. Schöne Grüße an alle aus Stuttgart. Ich weiß gar nicht, woher der Eli Geller kommt, aber auch an denen schöne Grüße, weil ich weiß, der hat irgendwas damit zu tun oder es wird von denen gesponsert oder keine Ahnung. Wir haben ein kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit Zitronengeschmack und Vitaminen. Okay. Bin ich halt gespannt, ob das kalorienarm auf Süßungsstoffen beruht oder halt, ja, bin ich echt gespannt. Kommen wir jetzt erstmal zu den Nährwertangaben je 100 Milliliter. So, wir haben einen Energiewert von 2 Kilojoule, beziehungsweise 1 Kilokalorie. Kilokalorie. Krasser Scheiß. Also, das ist ja echt Wasser. Also, for real. Krass. Cool. Wow. Also, wenn jetzt kein. Sogar wenn Süßstoffe drin wären, hätte es ein bisschen mehr. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Kohlenhydrate 0 Gramm, davon Zucker 0 Gramm. 0 Gramm. Wir haben keinen Zucker da drin. Leute, oh, das haut mich gerade um. Mann. Pantothensäure 0,90 Milligramm. Vitamin B6 0,21 Milligramm. Biotin 7,5 Mikrogramm. Vitamin B12 0,38 Mikrogramm. Geil. Also es sind vor allem, also Biotin jetzt nicht zwingend, aber wir kennen ja B6, B12 und die Pantothensäure auch aus einem anderen Getränk, nämlich richtig Red Bull. Biotin weiß ich jetzt auch nicht aus dem Stegreif. Ich kann es dazu schreiben oder auch nicht. Kommt auf die Zeit an, die ich habe zu dem Zeitpunkt. Aber ist jetzt, denke ich, nicht eins der wachmachenden Vitamine, aber gehört bestimmt auch auf jeden Fall in die Richtung, was man braucht, weil der Körper braucht an sich eh alle Vitamine. Manche für bestimmte wichtigere Funktionen mehr als andere, aber trotzdem im Groben brauchen wir alle Vitamine. Fertig. Ja, nee, ist geil, ist geil. Wir haben keine Eiweißwerte drin oder so, weil da eh nichts drin ist. Wow. Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Ach so, geringfügig, dass man es nicht angeben braucht. Ich verstehe. Ja, wenn es im Internet nichts dazu zu finden ist, dann schreibe ich es einfach so hin. Schauen wir mal. Jetzt kommen wir zu den Zutaten, wo ich am meisten gespannt bin, weil Nährwerte sind krass. Nährwerte sind wie Wasser. Ja, ja. Und die Vitamine, dadurch, dass wir echt relativ wenig im Verhältnis drin haben, auch voll okay. Und so ein bisschen wachmachend, was ein normales Wasser jetzt zwar auch erfrischt, aber halt jetzt nicht dir noch die Vitamine spendet. Ich finde es gerade krass. Okay, Zutaten. Natürliches Mineralwasser, geil. Zitronensaftkonzentrat. Zitronensaftkonzentrat. Geil. Also halt nicht, geht besser, aber trotzdem okay. Auf jeden Fall gut. Natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen. Da haben wir jetzt das große Problem, was heißt andere natürliche Aromen. Sehr schwierig, sehr schwierig. Da gibt es eine kleine Abwertung von mir, aber geil, das natürliche Zitronenaroma. Ganz klar, sage ich, ist cool, auf jeden Fall. Färbendes Konzentrat aus Safflor ist okay, solange es nur aus dem Safflor ist. Und auch nur ein Konzentrat, was für die Farbe zuständig ist, okay. Auch nicht notwendig, aber okay. Ich denke mal, das kriegt dann hier die gute Farbe hier so hin. So, und dann haben wir noch eine Vitaminmischung mit Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin und Vitamin B12. Leute, das erste Influencer-Produkt, was von mir eine Gesundheitsempfehlung kriegt. Note, was geben wir?
Okay, die Aromen hätten nicht sein müssen, sind jetzt aber auch nicht schlimm, aber hätten auch nicht sein müssen. Das Zitronensaftkonzentrat ist okay, rein wissenschaftlich, wenn es noch gut behandelt wurde, passt. Natürliche Aromen eben, ja, das Konzentrat aus Safflor hätte auch nicht sein müssen. Vitamine sind cool, darf man sich halt jetzt nicht als Alltagsgetränk betrachten, weil dann jeden Tag irgendwie 200-300% deines, also laut der DGE, deines Vitamin B6-Bedarfs zu decken. Weil es halt 4, 5 von diesen Flaschen trinkst, ist jetzt auch nicht richtig. Deshalb da Wasser natürlich noch mit Abstand besser als so ein Getränk. Aber wie ich gerade gesagt habe, geil. Kriegt von mir, wir haben ja keinen Zucker. Also es gibt nichts, was dir stark schadet, wenn du es in dich reinschüttest. Ich finde es verrückt. Kriegt von mir eine 2. Koch, kriegt von mir eine 2 als Gesundheitsnote. Kann man echt nicht meckern. Wow, ich bin gerade. Leute, ich werde dieses Produkt ab und zu noch in meinem Leben trinken. Ich freue mich gerade. Ich bin jetzt auf den Geschmack gespannt. Ohne Zucker wird halt nur süß, aber durch die Zitrone. Ich hätte das Fenster zumachen sollen. Egal, dieses Video lasse ich noch offen. Schauen wir mal. Und wir machen das Ganze jetzt mal auf und kommen zum Geschmackstest. Oh, ich bin gerade so gespannt und richtig froh. Hat so. Doch, sogar. Also, wenn man mir das jetzt vorhält und sagt, sagt mir, ob da Zucker drin ist oder nicht und nur durch den Geruch, hätte ich gesagt, ja, da ist ein bisschen Zucker drin. Krass. Krass, und wir haben keine Süßungsstoffe. Also krass. Ich tue jetzt auch nicht zu viel, so einen guten Schluck, dass ich mir hier noch für mich schön aufheben kann. Ne? Also, Elli Geller, ich weiß immer noch nicht, wie viel du damit zu tun hast, aber krass. Sick. Wow, wow, wie ich immer sage, wofür braucht man Zucker, verdammt, wofür? Leute, der schmeckt so gut, der schmeckt schön natürlich nach Zitrone, ohne Zucker, mit bisschen Vitaminen, zwar jetzt nicht die wichtigsten, aber auf jeden Fall okay Vitamine, die auch beim Trinken ein bisschen sinnvoll sind. Mich haut es aus den Socken. Farblich okay, also diese Konzentrate für die Farbe und sowas, Alter. Das ist ja gar kein Problem. Dafür, dass das so ausschaut und so schmeckt. Einzige, was hier ist, wenn man dieses Produkt irgendwie, und es ist möglich von den Zutaten, es ist möglich, auf 1 Euro drückt, dann ist es erstens eine Gelddruckmaschine, was es zwar so auch mit höherem Preis schon ist, und zweitens aber auch so ein richtig für den Massenmarkt gedacht. Wenn man diesen halben Liter auf 1 Euro drückt, mit Pfand, Respekt. Krass. Also wirklich, Geschmacksnote gibt es von mir. Klar, es hat nicht aber es ist voll okay. Es kriegt von mir eine 1. Es schmeckt natürlich leicht nach Zitrone. Ich meine, für Menschen ist eh am besten Wasser gemacht. So. Aber ich liebe es ja selber auch beim Trinken einfach Geschmack dabei zu haben. Nicht nur einmal, dass du den Geschmack selber hast, sondern auch, kennt ihr das so, wenn man nur Wasser trinkt und zum Beispiel Raucher ist? Du hast danach trotzdem noch dieses Raucharoma im Mund. Und mit Geschmack, da vermischt es sich halt ein bisschen, spült es ein bisschen weg und wow. Also wow, absolute. Also Leute, dadurch, dass ich jetzt echt lange nicht mehr so ein Produkt getestet habe, kriegt von mir eine klare Empfehlung. VitaVate. Noch ein Manko ist, es ist aus Plastik, aus einer Plastikflasche. Bisschen nachteilhaft für die Umwelt. Einmal, wenn man es nicht gut wegschmeißt und recycelt. Ja, und bisschen von den Mikronährstoffen, nicht Mikronährstoffen für den Körper. Ist ein Nachteil. Ich meine. Wenn du jetzt nicht dein Leben lang nur aus Plastik trinkst, ist es okay. Aber ja, man sollte das auf jeden Fall beachten. Jetzt vielleicht noch nicht in so jüngerem Alter, aber spätestens wenn du irgendwie 30 bist oder noch älter oder jünger halt, ne, ich will da keine genaue Altersgrenze festlegen. Und du weißt, okay, ich habe jetzt die letzten 20, 30 Jahre, ne, nur aus Plastik getrunken, dann sollte man da vielleicht so eine kleine Pause einlegen. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach für den Körper, um auch zu gucken, ob alles gut ist. Ja, nee, ansonsten, Leute, VitaVate kriegt eine Empfehlung hier, klare Empfehlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es total gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich weitere VitaVates teste. Ich freue mich total drauf. Zwei weitere habe ich, glaube ich, noch da. Die schauen wir uns am morgigen Tag an. Auch wieder alle beide. Ich freue mich. Und ja, ansonsten hoffe ich, hier das zweite Video von heute hat euch gefallen mit VitaVate Zitrone. Wir sehen uns beim nächsten Mal, also morgen wieder. Ansonsten immer schnell happy bleiben, niemals aufgeben und bis dann. Ciao, ciao.